Willkommen zurück zu einem neuen Video Assassin's Creed Syndicate. Wir befinden uns nun schon in Sequenz 7 und machen uns gerade auf den Weg zur nächsten Mission. Und ich würde sagen, den Rest gehen wir zu Fuß, dass wir nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, wenn wir dorthin gehen. Ich meine, es macht zwar keinen Unterschied. Ja. Aber lieber noch genüsslich hinzugehen, ist glaube ich besser. Hier wollen wir nicht sein. Das wäre der Gegenteil von keine Aufmerksamkeit erregen. Ehrenrettung der Bank. Ivy besucht das Zentrum Londons, nachdem Jacob Tupany eliminiert hat. Das ist ja mehr als ein ganzer Wochenlohn. Das bezahle ich nicht. Wie soll ich mir denn bitte diese Preise leisten können? Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Tupanys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation. Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Tupanys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Alles klar. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, ja. Wenn man es Falschgeld nennen kann. Mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline. Den Falschmünzer aufspüren. Da haben wir ihn. Ein Templer. Wer hätte es anders erwartet? Die Falschmünzer. Sie gehen da raus. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Macht das einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Doch. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell und er bereut gar nichts. Rede und Antwort stehen.
nicht so auffällig vorgehen. Das Falschgeld verbrennen. Regelt hier alles gut ab. Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Wo haben wir denn hier das Falschgeld? Ach ja, hier. Achso, ich brauche gar keinen Sprengstoff, um es anzuzünden. Das war's schon. Da hatten die aber nicht viel Falschgeld und darüber machen sie sich Sorgen. Das wäre sie gewesen. Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Die Zivilisten in die Bank lassen. Wir laufen einfach zu Fuß schneller, das sind ja nur 200 Meter. Doch. Weil du nicht so schnell bist. Und wir haben die Bank erreicht. Jetzt können die in die Bank rein. Ach nee. Ich will noch eure Platten zurückbringen. Muss ich euch jetzt extra erledigen dafür? Dann soll es so sein. Aber das ist ja ein niedriger Bleireiz dafür, um die Inflation abzuwenden. Gut, jetzt bin ich endlich... Ja, jetzt kann ich endlich die normalen Platten wieder hinlegen. Aus der Bank... auf England entkommen. Kann man da auch... Das ist hier oben. Kann hier oben auch irgendwo entkommen? Ja. Dann nehmen wir mal einen anderen Ausweg. Sperrgebiet verlassen. Noch nicht ganz.
Und jetzt sind wir draußen. Mit Aberline reden. Aufgabe erledigt. Oder? Ja. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Ehrenrettung der Bank abgeschlossen. Beide Bonusaufgaben erfüllt und eine neue Schusswaffe. Da können wir gleich mal ins Inventar gehen. Die ist ja viel besser als unsere jetzige. Gibt es irgendwas Neues bei den Waffen? Nichts, was besser ist. Da haben wir jetzt sogar fast schon den besten. Dann würde ich sagen, war es das für den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Like oder einen Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und es wird mich auch unterstützen. Euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alistair. Ciao.